Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kurzes Intermezzo. Paulus sagt, dass die Frau in der Gemeinde schweigen soll. Also nicht abschalten jetzt, ihr Frauen, ja? Nicht abschalten. Wir kommen zu einem anderen Ergebnis nachher. Dass die Frauen in der Gemeinde schweigen sollen, weil durch die Eva, durch die Frau die Sünde in die Welt gekommen ist. Ja? Jetzt habe auch ich das oft so gehört und auch für mich eigentlich so übernommen, dass es da um moralische Dinge geht, um sexuelle Dinge, geschlechtliche Dinge. Aber das meint der Paulus gar nicht. Er meint Folgendes. Gott hatte zu Adam gesagt, ihr dürft von allen Bäumen im Garten essen, nur nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Denn in dem Moment, wo ihr davon esst, werdet ihr des Todes sterben. Ja, so hatte Gott gesagt. Das hat Gott gesagt, bevor die Eva geschaffen wurde. Also Gott hat das zu Adam gesagt und nachdem er das gesagt hat, hat er dem Adam eine Gehilfin gemacht, nämlich die Eva. Und die ist erst nach diesem Gebot, wenn man so sagen will, zur Welt gekommen. Einige Zeit später kommt die Eva an dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen vorbei und die Schlange ist dort und die nimmt Ursache am Gebot, so sagt Paulus in Römer 7, müsst ihr mal nachlesen, ist sehr, sehr parallel diese Stelle. Und die Schlange nimmt Ursache am Gebot Gottes und sagt, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr dürft hier gar nichts, ich habe das nicht verstanden, kannst du mir da ein bisschen helfen? Ich verstehe Gott oftmals gar nicht so richtig. Ja, klug, die Schlange. Das heißt, die hat an diesem Gebot Ursache genommen und Eva wusste davon, von wem? Von Adam. Und dann hat Eva den Fehler gemacht, sich natürlich mit der Schlange ins Gespräch zu begeben, keine Frage. Aber die hat noch einen anderen Fehler gemacht. Die hat nämlich den Baum angeschaut und hat gesehen, dass der Baum ja ein lustiger Baum wäre und gut davon zu essen wäre und dass der Baum klug macht. Das heißt, die Eva hat sich die Sache angeschaut und hat sich ihre eigene Meinung gemacht. Ihre eigene Meinung. Die hat Gottes Wort zwar gehabt, aber sie hat es beiseite gegeben. Von wem hat sie es denn gehabt? Von Adam. Adam hat es ihr gegeben, Adam hat es von Gott empfangen und Adam gibt es der Eva. Nicht abschalten, liebe Frauen, ja? Das meint Paulus, wenn er sagt, die Sünde ist durch die Frau in die Welt gekommen. Ich glaube, dass es hier gar nicht so sehr um geschlechtliche Dinge geht und auch nicht um sexuelle Dinge oder so, sondern hier geht es um was ganz, ganz anderes. Hier geht es darum, dass Eva ein Wort empfangen hatte von Adam, sich aber dann von diesem Wort entfernt hat und sich ihre eigene Meinung gemacht hat. Und wir verstehen dieses Wort jetzt nicht irdisch, geistlich, jüdisch, menschlich, sondern wir verstehen das geistlich. Wir haben ein Wort empfangen von dem ewigen Adam, nämlich von Christus. Und wir gehen jetzt her in den Auslegungen, auch in den prophetischen Auslegungen der Bibel und machen uns unsere eigene Meinung dazu. Wir deuten dies so und jenes so. Wir legen das Römische Reich in Daniel rein, wo es gar nicht ist. Wir unterstellen prophetische Ereignisse für die Endzeit, die die Bibel gar nicht sagt. Obwohl wir doch dieses Wort empfangen haben. Wo denn? In der Bibel. Das heißt, das ist eigentlich der Sündenfall, von dem der Paulus spricht. Der sagt, die Sünde ist durch die Frau in die Welt gekommen. Warum denn? Weil die Eva sich von dem Wort Gottes, was sie von Adam empfangen hatte, entfernt hat. Sie hat dem nicht gehorcht, sondern sie hat sich ihre eigene Meinung von dem Baum gemacht und hat davon gegessen und hat ihrem Mann gegeben und der aß ja nun auch. Ja? Das passiert im Geist, in geistlicher Hinsicht heute mit den Auslegungen zur Bibel. Denn wir Gemeinde Jesu Christi, da gehören die Männer und die Frauen dazu. Ja? Aber in dieser Beziehung gehören die Männer auch dazu. Auch die Männer, die Brüder und die Schwestern, aber die Brüder auch, haben ein Wort empfangen von Christus, wie Eva. Nämlich in der Bibel. Und jetzt gehen die Brüder und auch manche Schwestern, die sich mit den Themen beschäftigen, her, nehmen dieses Wort der Bibel, lesen das, legen das dann beiseite
und fangen dann an, ihre eigenen Auslegungen dazu abzugeben, ihre eigenen Deutungen. Und so, sagt Paulus, ist die Sünde in die Welt gekommen, weil man Gottes Wort verlassen hat. Luther sagt, sola scriptura, allein die Schrift. Der Fehler und die Schuld, die Verantwortung der Eva war das, dass sie ein Wort empfangen hatte von Adam, sich aber über den Baum ihre eigene Meinung gemacht hatte. Unsere Schuld heute, und da gehören die Brüder auch zu, ist, dass wir ein Wort empfangen haben von Christus in der Bibel, dieses Wort aber beiseite lassen und unsere eigene Meinung dazu machen. Und dadurch kommt die Sünde in die Welt. Und deswegen sind die Brüder heute, die die Bibel auslegen, Pastoren, Pfarrer, Prediger, oder ob das Pastorinnen und Pfarrerinnen und Predigerinnen sind, alle in der gleichen Gefahr, dieses Wort Gottes, diese Bibel außen vor zu lassen und sich zu sämtlichen Themen ihre eigene Meinung zu bilden. Das ist gut, das ist schlecht, das akzeptiere ich aus der Bibel, das ist mir weniger angenehm. Homosexualität, da habe ich ein Problem mit, das lasse ich lieber außen vor. Ich bin selber homosexuell, deswegen gefällt mir diese Sache in der Bibel nicht. Ja, wo steht Homosexualität ist Sünde, dass Mann mit Mann Schande treiben und so weiter, das legt man dann alles beiseite. Und die anderen Dinge, die gefallen einem wieder, ja, wo es um Liebe geht, um Moral und habt euch alle lieb und so weiter, ja, das nimmt man dann an sich. Aber wo es um Glaubenskampf geht, Auseinandersetzen und so, ach, das ist auch gar nicht mehr so zeitgemäß, ja. Und so gibt es ein Evangelium, ja, eine Verkündigung des Neuen Testaments, was dieser geistlichen Eva entspricht. Ja, das hat nichts mit Frau oder Mann zu tun. Die Männer, wenn sie Gottes Wort verlassen, dann werden die auch zur Eva. Denn man muss diese Stelle aus dem Paradies geistlich verstehen und nicht irdisch, menschlich, vernünftig, fleischlich. Ja? Der Paulus schreibt nicht davon, dass durch die Frau Sexualität und Geschlechtlichkeit in die Welt gekommen wäre und das wäre jetzt Versuchung für die Männer und deswegen sind die Frauen böse, sagt der Paulus nicht. Der Paulus sagt, die Eva hat die Rolle des modernen Christentums eingenommen und spielt die auch und zeigt die im Paradies, dass sie nämlich ein Wort empfangen hatte, ja, von Adam oder über Adam von Gott, ein Gebot, nur ein einziges kleines Gebot, ja, und sie übertritt das Gebot. Warum? Weil sie sich ihre eigene Meinung macht. Und das, liebe Leute, ist das, was ich heute in der Auslegung prophetischer Texte auch sehe. Dass man diese prophetischen Texte nimmt, zwar liest, zwar kennt, aber sich seine eigene Meinung macht und seine eigene Sichtweise. Beispiel, man liest den Propheten Daniel. An keiner Stelle im Daniel ist das Römische Reich erwähnt. Ich nehme das immer wieder, weil es so ein plastisches Beispiel ist, in dem das so leicht auch nachvollziehen kann. An keiner Stelle im Daniel ist das Römische Reich erwähnt. Und trotzdem nimmt man diesen Propheten Daniel, liest den und erzählt dann vom Römischen Reich. Das ist Eva. Das ist Eva. Weil man liest das Wort Gottes, aber man nimmt es nicht wirklich ernst. Sondern man schaut in die Weltgeschichte und guckt Europa, 10 Staaten, 10 Hörner, könnte passen, Flavius Josephus, hat auch vom Römischen Reich geschrieben, könnte passen. Und dann nimmt man den Daniel und vergewaltigt den an vielen Stellen. Wenn der Daniel sagt, da wird ein Standbild hineingestellt, ein Standbild der Verwüstung, dann interpretiert man das als römische Feldstandarte. Das ist nicht okay. Das ist falsch. Das darf man nicht tun. Man muss diese Dinge auch im Zusammenhang des Alten Testaments sehen. Aber man liest den Propheten Daniel, von dem 3 Kapitel, nämlich Kapitel 10, 11 und 12 von den Seleukiden und den Ptolemäern handeln, in dem Kapitel 11 deutlich zu Antiochos Epiphanes hinführt, dem Typus des Antichristen überhaupt, der bei der Belagerung Jerusalems ums Leben kommt, der so extrem wichtig ist und der Seleukide war und kein Römer. Man liest das, man liest den Daniel. Man liest doch die letzten 3 Kapitel und legt es dann doch beiseite, biegt 90 Grad ab Richtung Westen, Richtung Europa und sagt, das ist alles rum. Das ist das, was Eva gemacht hat. Sie hatte ein Wort empfangen und sie macht sich doch ihre eigene Meinung. Und durch die Jahrhunderte hindurch war das immer das absolute Kennzeichen eines Christen, eines wiedergeborenen Christen. Das absolute Kennzeichen eines wiedergeborenen Christen, dass er sich dem Wort Gottes verpflichtet fühlte, dass er gebunden war an dieses Wort Gottes. Das ist durch die Jahrhunderte hinweg das Erkennungszeichen gewesen und bleibt das auch.
Deswegen hat Luther gesagt, sola scriptura, allein die Schrift, sola gratia, allein die Gnade, sola Christus, allein Christus. Und egal, was ihr anschaut heute, ob das eine katholische Richtung ist, ob das eine evangelische, eine freikirchliche, neuapostolische, adventistische, Zeugen Jehovas, ist egal. Die Frage ist, wie sie zum Wort Gottes stehen. Warum? Weil Petrus sagt, wir sind aus dem Wort Gottes, mit dem Wort Gottes gezeugt. Und deswegen haben Christen, die wiedergeboren sind, ein unverbrüchliches, enges Verhältnis zum Wort Gottes. Und dass die Pastoren und Prediger der heutigen Zeit sich in endzeitlichen Themen, eschatologischen Themen, so weit von der Bibel entfernen, ist ein ganz gravierendes Anzeichen dafür, dass sie geistlich nicht richtig stehen. Schriftgelehrtheit heute ist bei uns sehr hoch angesiedelt. Wie zur Zeit Jesu auch, gab es auch Schriftgelehrten. Die waren im Volk hoch angesehen. Das haben wir heute auch. Es gibt heute auch Schriftgelehrte, evangelische, katholische, philosophische Leute, und die sind im Volk hoch angesehen. Sie sind Schriftgelehrte. Diese Schriftgelehrtheit ist hoch im Kurs, aber wenn diese Leute sich nicht eng an die Bibel halten, dann sind sie keine Männer oder Frauen Gottes, ja? Sondern dann sind sie Evas, und sie predigen das Eva-Evangelium, das, was für den natürlichen Menschen verständlich ist und akzeptiert wird. Also es ist geradezu ein untrügliches Kennzeichen dafür, ob jemand wiedergeboren ist, ob jemand glaubt, ob jemand Jesus Christus gefunden hat. Wie steht er zur Schrift? Wie steht er zur Bibel? Hat er ein Verhältnis dazu? Ja oder nein? Ist ihm die Bibel lieb? Ja oder nein? Achtet er sie? Ja oder nein? So wie Adam und Eva im Paradies Gottes Wort hätten achten sollen, was er gegeben hat, esst nicht von diesem Baum. Aber Eva hat das nicht getan. Und so, sagt Paulus, kommt die Sünde in die Welt. Ja? Deswegen kommt die Sünde durch die Frau in die Welt. Das hat nichts mit Sexualität zu tun oder Geschlechtlichkeit oder irgendwelchen Dingen, ja, die Männer in Versuchung brächten. Viele Muslime verstehen nämlich die ganze Mann-Frauen-Rolle. So, das ist in der Bibel, das ist ein geistliches Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Die Bibel hat überhaupt nicht diese Problematiken, ja, die man da im Islam findet. Deswegen sagt Paulus, die Frau soll schweigen in der Gemeinde. Und da möchte ich auch noch was sagen zu. Wenn ein Mann, ein Bruder in Christus, ja, oder ich muss sagen, wenn ein Mann die Bibel auslegt und tut das so wie die Eva im Paradies, dann soll er schweigen. Das meint der Paulus. Und wenn eine Frau in solchen Zeiten wie heute, wo es kaum noch echte Männer gibt, die Bibel predigt, dann soll sie sie predigen. Das ist ja fast ein Notstandsgesetz der Kirche schon. Aber wenn dieser Mann die Bibel so predigt und so versteht, wie die Eva im Paradies, dass er nämlich die Bibel vorliest und dann doch nur seine eigenen Gedanken den Leuten weitergibt, dann soll er schweigen in der Gemeinde. Das meint Paulus, denn dieser Mann hat nur ein Eva-Evangelium und nicht mehr. Und deswegen soll er schweigen in der Gemeinde. Die aber, die Gottes Wort haben, die sollen Gottes Wort predigen. Und zwar kräftig und klar und entschieden. Denn nur so werden Menschen gerettet und zu Jesus Christus geführt. Das ist der Kern. Ich schließe hier. Wir machen jetzt gleich weiter mit der Offenbarung, mit den sieben Posaunen. Wir schauen uns noch die sechste Posaune an, und dann wollen wir ja auch nochmal in Daniel gehen. Da wünsche ich viel Freude zu. Ich glaube, es wird spannend. Einstweilen, alles Gute, Gottes Segen, einen erfolgreichen Tag und bis dann. Ciao.